Sie sind hier, 10. September 2018, 20.09 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern, Konstantin Rausch kam zu 2 Assists gegen Tschechien. Urheberrecht Getty Images. Russland besiegt Tschechien deutlich nach dem Nations League-Auftakt gegen die Türkei. Roman Neustädter und Konstantin Rausch stehen in der Startelf. Die russische Nationalmannschaft hat nach dem 2:1-Sieg zum Nations League-Auftakt in der Türkei ein weiteres Erfolgserlebnis gefeiert. Der WM-Viertelfinalist gewann am Montag ein Testspiel in Rostow am Don gegen Tschechien locker mit 5:1, 3:0. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Stanislav Čačesu erzielten Alexej Jono, 8., 29. Elfmeter, Anton Sabolotny, 24. Alexander Jeruchin, 79. und Dimitri Poulos, 83. Tomáš Souček, 74. gelang der Ehrentreffer für die Gäste. Rausch mit 2 Assists. Die ehemaligen Bundesliga-Profis Roman Neustädter, 30, der kurz vor der WM noch aus dem Kader gestrichen worden war, und Konstantin Rausch, 28, der mit 2 Assists überzeugte, starteten beide in der Verteidigung der S-Bornaya. Am 11. Oktober trifft Russland am dritten Spieltag in der zweitklassigen Division B auf Schweden, von Sportinformationsdienst.